Der Frühling steht vor der Tür und Frühjahrsputz ist angesagt. Winterbetten werden gegen Sommerdecken getauscht und überall im Haus wird gewienert und geputzt. Ja, da putze ich schon seit Jahren die Fenster mit. Das ist einfach mit Spüli, mit Essigessenz. Das ist so zum Reinigen, würde ich mal sagen. Und Seinwerker ist nämlich einfach, da brauche ich nur einmal dran her und dann ist das blank und vor allen Dingen das trocknet unwahrscheinlich schnell. Ne? Aus Backpulver rührt Elke eine Paste an. Mit der lässt sich dann zum Beispiel gut das Silber putzen. Ein alter Haushaltstrick, aber Vorsicht beim Anrühren. Wenn man zu viel Wasser reingibt, dann ist alles oben drüber gefallen. Soll heißen, dann sprudelt das Backsoda über die Maßen und bleicht auch die Arbeitsplatte und die Finger. So, Mia, du machst immer das Fenster so schmutzig. Das muss ich jetzt erstmal putzen. Und du machst denn die Kerzen. Ich fange jetzt schon mal an. Mit dem Backpulver. Ja, genau. Genau. Erna, Elkes 83-jährige Mutter, hilft bei leichten Arbeiten gerne mit. Platz. Rein. Meine Zeit, da kann man ja gar nicht mehr durchgucken. Jeden Tag sabbelst du da immer vor. Ja, wenn die Mia da immer vorgeht. Ja, die will immer gucken, wo ich bin, das weißt du doch. Ja. Und dann geht die immer so dicht ans Fenster. Eben. Man kann Backpulver auch zum Reinigen direkt von der Kaffeemaschine benutzen. Das geht wunderbar. Und wie gesagt, bei allen schmutzigen, hartnäckigen Sachen, zum Beispiel auch bei Silber, sehr gut. Und überhaupt auch bei Bestecken, die schon so ein bisschen angelaufen sind. Da kann man das auch sehr gut bei benutzen. Sonst sitzt du da so doof rum, weißt du? Tu mal einfach so, ja. Also da sind noch Flecken. Ich weiß aber nicht, ob das von außen oder von innen ist. Ah. Ja, ich putze das jetzt mal mit Zeitungspapier blank. Ja, etwas hast du schon. Etwas hast du schon, aber alles ist noch nicht weg. Nein? Du bist immer drumherum, aber triffst nicht direkt. Treffe ich nicht? Nein, wahrscheinlich ist das von innen. So, jetzt? Nein, ist noch nicht weg. Ja, dann mache ich das gleich von innen. Ich bin ja jetzt erstmal außen angefangen. Das ist wahrscheinlich von innen, ja. Auch Opa Heinz hilft beim Frühjahrsputz. So, Papa, hast du die Stange fertig? Dann können wir noch den Teppich. Stange fertig, ja. Das andere habe ich jetzt alle fertig. Just die Leiter da oben rüber gezogen. Jo. Jo. Moin. So. So, dann haben wir mal hier geschmeckt. Das ist auch ein schweres Teil hier. Lass mal hängen hier. So. Platz. Meine Zeit. So, wo ist der Klopper? Fängst du da an, dann gehe ich hier hin. Ja, geh du mal auf der Seite. Oh, Mann, das lohnt sich, aber ich sag dir nicht. Wir hätten ja eigentlich auch einen Staubsauger nehmen können, aber der kriegt einfach nicht so viel weg.